Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Autowerkstatt 21 Simulator oder so ähnlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir schrauben hier unser Auto weiter zusammen. In der Hoffnung, dass das alles gut ausgeht. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das auch gelohnt hat. Und danke euch natürlich wie immer für euer zahlreiches Feedback. Ich muss es auch immer wieder erwähnen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass YouTuber alle ihre Kommentare lesen. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, mir ist das sehr wichtig, weil natürlich ohne euch da draußen an den Empfangsgeräten, die das hier konsumieren, wäre das hier eine Einbahnstraße. Und das wäre furchtbar schade. So. Können wir jetzt da drauf machen? Komm ich jetzt da dran? Oder sind die schon drin? Das täuscht irgendwie. Wollen wir mal eben gucken. Kraftstoffverteiler. Nockenwelle. Ein Zahnriemen ist drin, gut. Einer fehlt. Der hier. Hat das Spiel einen Fehler und ich hätte den schon reinmachen müssen? Nee. Ich komme nicht daran. Habe ich den alten eingebaut und der ist nicht gut? Leute. Ist der da drin oder nicht? Wie würde ich das sehen? Ich muss es wieder auseinanderbauen, fürchte ich. Es tut mir leid. Es war so klar. Aber wieso konnte ich das zusammenbauen? Achso, weil er nicht, ja, weil ich ihn nicht ersetzt habe. So den alten wieder reingebaut, ne? So. Ist das alles raus hier? Warte mal. Ich fürchte ja, ne? Oh, Herre im Walde. Die nachfolgenden Kundenfahrzeugübergaben verschieben sich um weitere 4 Stunden. Warum ist das denn nicht aufgefallen? Bei demzufolge hätten wir den jetzt auch gar nicht gekauft, ne? Gut, es ist nicht ganz so wild. Wir haben nur fast alles wieder zusammengebaut. Wir haben es sozusagen auf der Fahrt dahin noch mitgekriegt. So. Aber mich nimmt ja wirklich Wunder, was wir hier alles reparieren können. Aber der war neu. So, da haben wir 100% heilen. Wir haben 10%. Okay. Ja, das
mir fehlt die Fantasie, wie man das reparieren können sollen sollte. Zu Recht fehlt sie mir. Alright. Dann Einkaufsliste. 160. Ja, gucke mal. Aber dafür gibt es da nochmal Erfahrung, wenn ich das richtig sehe. Das ist, glaube ich, dann für jeden Anlauf. So, zusammenbauen. So, hier ist jetzt nichts mehr blau. Das heißt, das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ich frage mich auch, ob die einen Werbedeal haben mit Supercell. Weiß nicht, wie ich drauf komme. So. Ja, ich habe ein Déjà-vu, aber das hat man bei solchen Spielen ja immer. Das hat man ja auch, wenn man über 500 Hektar große Felder fährt. Mit einem 3 Meter breiten... mit einer 2,80 Meter breiten Seemaschine und sich dann eine 3,20 Meter breite kauft, um schneller voranzukommen. Wer kennt ihn nicht? So, habe übrigens mittlerweile auch wieder ein Spiel für mich alleine durchgespielt, namentlich das wunderschöne oder die wunderschöne Serie Life is Strange, der neuesten Teil, True Colors. War ein bisschen enttäuscht von der Länge, ansonsten wieder ein wunderschönes Spiel. Nicht mehr von Dontnod, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber für Sachen, die ich hier nicht im Kanal spiele, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Link natürlich nicht in der Videobeschreibung, aber ihr kennt das ja. Gerne über meinen Reflink bei Amazon bestellen. Hashtag Werbung. So. Kappen, die hatten wir, glaube ich, alle neu gekauft. Und hier können wir dann auch mal eben einmal gucken. So, dann kommt wieder der Moment der Wahrheit. Das ist gut, das ist gut. Es fehlt eine Zündspule Einzelfunken hier. Nee, doch. Warum? Haben wir die nicht ausgetauscht vorher? Ah, okay. Ah, die können wir auch nicht reparieren, oder? Das wäre zumindest komisch, wenn man das, ne, so eine grob schlechtige Werkbank, wenn man da so eine Sachen drauf reparieren könnte. Nee, müssen wir also kaufen. Zündspule Einzelfunken. Alright. So, dann machen wir mal die. Bup, bup, bup. Elektromarkt.
Aber wenigstens hatten wir noch nicht alles wieder komplett zusammen, sondern nur fast. So, Kühlmittelbehälter. Das sieht mir so aus, als müsste da neues Kühlmittel rein. Der ist wahrscheinlich eben ausgelaufen. Und dann bauen wir noch Öl. Bremsflüssigkeit nicht, ne? Aber Öl. Wo ist denn? Wo ist denn hier der Öleinfüllstutzen? Wollen wir mal gucken. So. Hammer, 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 Hammer. Alles gut. Karosserie repariert. Ölfilter wechseln, neues Öl einfüllen. Ja, das fehlt noch. Öl. Öl. Hm. Hier. Das ist Servoöl. Oh. Bremsflüssigkeit. Wo ist denn der verdammt vermaledeite Öl hin? Das ist doch hier oben, oder nicht? Hier. Wir haben mal gespannt, weil ich den Bus hier rauskriege. So. Dann einmal Ölkontrolle. Wo ist er denn? Ach, wird schon passen. Gut. So, wir gucken mal. Erledigt, erledigt. Erledigt. Mischerflüssigkeit nachfüllen. Jawohl. Okay. Und wir waren vorher bei 5600 und sind jetzt bei... Wie? Radnaben? Deckel? Was? Oh! Huch! Naja, hätten wir ja eigentlich... Also, wäre bestimmt nicht aufgefallen. So. Richtig? Ja. Hallo. Da hat er aber gerade gesagt, ne? Mir fehlt der Radnabendeckel. Also ihr hättet gesagt, da fehlt auch ein bisschen mehr. Was ist denn los mit dir gerade, Rul? Achso, die muss ich von draußen hier noch drauf machen. Mal alles andere haben wir schon reingebaut, aber die noch nicht. Das ist das übliche Syndrom, dass Teile übrig bleiben. So, den Spanner noch rein. Jetzt war es das aber. Ach, Scheinwerfer habe ich auch ausgebaut. Natürlich. Karosserie, warte mal. So. Kam mir schon so komisch vor. Da fehlt doch was. Das Auto guckt mich doch gar nicht freundlich an. Hm? Da haben wir uns so eine Mühe gegeben. Finde ich zumindest. Gut. Jetzt aber, oder?
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und wir sind Level 6. Das heißt, wir können nochmal was skillen. Und was das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sehen wir gemeinsam in der nächsten Folge. Da würde ich euch zu einladen. Und würde ich sagen, machen wir wieder einen kleinen schnubbeligen Auftrag, damit wir mal ein bisschen mehr Durchzug hier kriegen in der ganzen Geschichte. Also, euch besten Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und danke für eure Unterstützung auf Radio Plus. Ich freue mich jetzt, eure Kommentare zu lesen.